Irgendwann wird sie in einer Kneipe sitzen. Irgendwann tritt er spontan an sie heran. Er wird rot dabei, die Hände werden schwitzen. Er spricht eigentlich sonst niemals Frauen an. Aber sie fiel ihm heute Nacht direkt ins Auge, wie sie da mit ihrer Apfelschorle saß. Obwohl er nicht ans Schicksal glaube, hat er sich direkt ein Herz gefasst. Sie wird vermutlich ganz verlegen grinsen, weil ihr sowas nicht allzu oft passiert. Sie tauschen Nummern aus und später wird er simsen. Ihr Gespräch hätte ihn wirklich inspiriert. Es folgen stundenlang Telefonate. Die Wellenlänge stimmt, es hat gefunkt. Sie treffen sich auf Kuchen und Clubmate. Sie sind hip, sie sind verliebt und noch so jung. Sie küssen sich zum Abschied auf die Wange. Beim zweiten Date ist es schon der Mund. Es dauert sicher nicht mehr lange. Da wird sie ihn beim Abschied fragen und? Kommst du noch auf einen Kaffee hoch? Oder auf ein anderes Alibi-Getränk? Und er wird sagen, sicher gerne doch, bis er das Schild sieht, das an ihrer Türe hängt. Das selbstgemachte Schild aus Terrakotta hängt direkt unterm Türspion. Verrät in kobaltblauen Lettern, dass hier eine Eva Petri wohnt. Eva Petri, ich hoffe, dein Vater macht Musik. Eva Petri, lieber schlechter Schlager als beschissene Politik. Eva Petri, man muss nicht wie seine Eltern werden. Doch ganz ehrlich, ich glaube nicht daran. Eva Petri, wo ein Apfel fällt, steht immer auch ein Stamm. Er will die ganze Sache sehr subtil klären. Er fällt nicht gerne mit der Tür ins Haus. Wie wär's, sagt er, wollen wir nicht Musik hören? Und sie legt eine Wagner-Oper auf. Als sie sagt, dass sie berühmte Eltern habe, antwortet er, dann wär das Treffen eine Ehre. Und muss schlucken, als sie sagt, dass ohne Frage das auch für sie ein innerer Reichsparteitag wäre. Und er zeigt auf das Bild von Charlie Chaplin, sagt, dass er die Filme auch ganz gerne schaut. Doch sie zwinkert und erwidert Filme. Der Typ hat Autobahn gebaut. Eva Petri, ich hoffe, dein Vater macht Musik. Eva Petri, lieber schlechter Schlager als beschissene Politik. Eva Petri, man muss nicht wie seine Eltern werden. Doch ganz ehrlich, ich glaube nicht daran. Eva Petri, wo ein Apfel fällt, steht immer auch ein Stamm. Die Geschichte hier entsteht nur in Gedanken. Und die Gedanken hat ein schüchterer junger Mann, der seit geraumer Zeit schon zu sich sagt: Geh zu ihr rüber und sprich sie einfach an. Doch im Kopf noch immer die, was wäre wenn's, die Abers, die Obachts, die vielleicht, die letztendlich wieder dafür sorgen, dass er auch heute Nacht alleine bleibt. Und am Tresen gegenüber, da sitzt Eva. Eva Peters trinkt den Apfelsaft allein. Es scheitert mit den Männern immer spätestens dann, wenn sie fragt, kommst du noch mit rein, Eva Peters? Bleibt allein in jeder Nacht, Eva Peters. Hättest du nur einen Töpferkurs gemacht, Eva Peters, ganz ehrlich, das Schild an deiner Tür, das kann doch wirklich keiner lesen.
Eva Peters. Fällt der Apfelsaft vom Tresen.